Ja, hallo und willkommen zu einem erneuten Video. Fritz wieder auf Handicap und Spaß. Das Problem ist, ich kann ihn auch nicht zu sehr verstellen hier bei den Parametern, weil sonst neigt er dazu. Ich nehme die erste Partie ist bei 1953. Das ist so ein bisschen ist das Problem, wenn man hier an diesem das Bild durcheinander mischt. Dann kommt er damit wohl nicht klar. Patzer, das ist ja hier Auge um Auge. Aber die Fehlerquote muss dann schon bei 0 sein. Und die Zahl, sagen wir mal 1945. Nehmen wir mal doch lieber 1900. 1975 auch wieder nicht. 1938. So. Dann mal auf OK das Ganze. Und dann der MM4 mit Tage 440 bekommt jetzt Weiß. Mal gucken, ob er es schafft zu gewinnen. D4. Springer F6. Interessant, da braucht er wohl ein bisschen hat er wohl ausgelost, welcher Zug denn jetzt gemacht werden würde. Springer C3. Ich bin ja ein großer Fan von diesem Modular. Ist es natürlich nicht so. Das gleiche wie ein Exklusiv zum Beispiel. Aber es ist schon ein schönes Gerät, wenn ich meinetwegen den irgendwo mitnehmen würde, so ein Schachcomputer, dann würde man vielleicht nicht unbedingt primär jetzt so ein Mephisto München mitnehmen, sondern eher was Kleines, also der Modular hier. Was Kleines für die Handtasche. Für die große Handtasche. H6. H4. Nein, doch nicht. So B6. Das ist alles noch Theorie. Und hier auf D5 schlägt, weil er, das ist wohl die Logik darin, ob B6 gezogen hat. Springer nimmt. Dann muss er kurz mal den Arm kratzen. Kratz, kratz, Baby. Er kratzte sich den Arm ab. Dame schlägt. Natürlich ist er immer zu beachten. Er hat ja trotzdem noch die Eröffnungsbibliothek von monstermäßigen 1,5 Millionen Eröffnungspositionen oder was er da hat. Also eröffnungstheoretisch kann man den natürlich nicht hier irgendwie aus dem Takt bringen. Springer C6. Nun weiß. Ich würde mal sagen mit Rochade, das zeigt er auch gerade an. Ich finde es ein schönes Gerät, muss ich ehrlich sagen. Also wenn sich jemand wohl einen Schachcomputer holen wollte und er wüsste nicht, welches Gerät er nehmen sollte. Man muss natürlich bedenken, die Eröffnungen sind nicht der allerneueste Stand, aber man sieht ja, wie lange der in der Theorie geblieben ist. Und Fritz ist 11, ist zumindest nicht so alt wie der MM5. Also es kommt nicht ständig vor, dass die Schachcomputer, obwohl gegen ihn lasse ich die auch nicht so oft spielen. Deswegen würde ich mich mal interessieren, wie oft das denn vorkommen würde, dass die dann quasi in einer kaputten Stellung aus dem Buch kommen würden, weil die Eröffnung einfach total überholt ist. Während er jetzt hier nachrechnet. A1, C1. Damit D6. Vielleicht A3, um Springer B4 aus dem Spiel zu nehmen. Läufer D3. Den nimmt er weg. Mal ein bisschen frei machen, dass ich die Figuren da hinstellen kann. Die Seite hier, Sekunde, Dame schlägt. Man muss vor allem auch bedenken, dass gerade diese Schachcomputer dieser alten Zeit, das mag ja sein, dass die Hardware nicht dem entspricht, was heute vielleicht möglich wäre. Vielleicht würde man sich heute denken, ja, 68.040 Prozessor mit, keine Ahnung, 26 Megahertz und schlag mich tot irgendwas. Das ist allerdings von der Qualität her trotzdem das, was die eben zu diesem Preis machen konnten. Da ist der Unterschied. Der Rubel rollte ja noch. Das heißt, die wurden ja noch oft verkauft zu dieser Zeit. Und dementsprechend hat man natürlich auch Konkurrenz gehabt und mit hochklassigen Schachcomputern, also von der Qualität her,
Musste man natürlich schon am Start sein, weil sonst Novak und Fidelity und Conches ja auch noch, irgendwie auch noch da waren. B3, B5. Turm D1. Man könnte natürlich ebenso gut theoretisch hier einen Lyon 16-Bit hier reinpflastern. Ich weiß aber nicht, ob der Lyon 16-Bit oder Portero 16-Bit, ob die das Netzteilmodul benötigen. Das ist dieses aktuellere Brett mit dieser Folie drauf. Das Modularbrett, also das gibt noch das Modular 1 Brett. Und ob man hier, genau B5, ob man das, die zweite Revision dieses Brettes hier, ob man da auf das Netzteilmodul verzichten könnte. Das wüsste ich gar nicht. Meine Güte. Ja, sieht man schon, das ist. Hier Springer D2 ist schon notwendig. Gerade wenn er auf C4 genommen hätte, das hätte nicht gut ausgesehen. Weil dann D schlägt C4 möglich gewesen wäre mit A6 oder so. Das schafft auf jeden Fall zwei gefährliche Freibauern. Deswegen jetzt kommt auf jeden Fall Springer, nimmt, ich weiß gar nicht, was er rechnet. Ich finde, das ist ein sehr schönes Gerät, dieser Modular 4. Also von der Qualität her. Ja, wie gesagt, die Zeiten sind vorbei hier. Also ich wüsste nicht, dass es von der Qualität her sowas wie den Mephisto Modular 4 gibt heutzutage. So als Kunststoffbrett mit Magnetsensoren und allem Pipapo. Der war natürlich damals 798 Mark. Ob man den heute für sagen wir mal, für 400 Euro kriegen würde. Turm B8. Das ist auch komischerweise, vielleicht weil ich es von früher gewohnt war, beißt mich das gar nicht so mit diesen weißen Figuren auf diesem silbernen Brett. Wohingegen ich beim Supermondial silberne Figuren draufstehen habe. Das finde ich dann eher besser. Vielleicht weil ich das von damals so gewohnt bin. Diese weißen Figuren. Ich frage mich, welche Spielstärke er simuliert, weil ich könnte mir vorstellen, gegen Fritz 1 auf dem 386er hat das ja auch schwer. Dame F5. G6. Dame D7 und dann Springer D7 schlägt. Dame D7, er muss nicht zwangsläufig nehmen. Das ist das Problem. Die Idee des Ganzen ist, wenn er die Dame schlägt, dann schlägt der Springer, greift den Turm an. Der kann aber nicht nach B6. Es droht ja auch diese Gabel dann. Das war die Idee dieser Sache. Er kann ja nicht nehmen mit dem Turm, mit dem Springer, weil dann die Dame hängt. Dame nimmt D6. Aber auch vom Supermondial würde das heute überhaupt noch gehen, sowas so zu bauen? Aber ganz ohne LEDs, das finde ich, ist schon eine schwache Leistung. Wie den Genius Pro. Dieses Brett ist ja ein Kompromiss, was da dran ist, dieses LCD-Brett. Das ist ja der Kompromiss. Was ist teurer, das LCD-Brett dran zu machen, weil er eine Anzeige ist, oder eben die LEDs am Brett, dass man die Züge sieht? Und da war wohl da waren die wohl der Auffassung, es wäre dann doch günstiger, dieses LCD-Brett zu machen, was ja sehr vintage aussieht, sagen wir es mal so. Das sieht aus wie von dem von Schachcomputer von 1980, weil das Chess-System 3, da gibt es nämlich einen Display-Ansatz für. Da kann man links da dran machen, da hat das auch ein Display-Brett. Und die Grafik dieses Display-Brettes sieht genauso aus wie das vom Genius Pro Turm B1. Springer C3. Ja, jetzt muss ja Turm C1 kommen. Zum Beispiel Turm BC1.
Springer E4. Boah, das könnte man jetzt auch Remis machen. Jetzt schlägt er doch auf E4. Das ist auch nicht schlecht. Da kann man gegen Fritz quasi auch abgeschwächt spielen. Also er hat zumindest... Ich habe das mal gemacht gegen auf dem Smartphone gegen diesen Fritz. Auf eine abgeschwächte Spielstufe. Da fing er an mit A5 und B5 und solchen Geschichten. Vielleicht, weil es auch nicht die Vollversion ist. Dass das wohl eher der Grund ist. Greift den nächsten Bauern an. Ich glaube, der Zug war nicht gut. Besser Turm C5 und dann Turm C3. Weil jetzt ist hier schon... Das ist schon sehr, sehr... Mann. Ich glaube, das verliert. Es droht jetzt schon das Matt auf der Grundreihe. Da muss er was gegen machen. Das war schon eine sehr merkwürdige Entscheidung hier von ihm. Jetzt kommt Turm A2. Genau, der Turm kann er nicht nehmen. Er muss also nach B1 zurück. Und danach kommt dann einfach B2 und Turm A1. Das kostet auf lange Sicht kostet das Material. Da muss ich wohl ein paar Punkte, Elo-Punkte wegnehmen. Turm B1. B2. König G2. Ja, nur damit er jetzt den Bauern schlagen kann. Sekunde, ich muss erst den Nagel hier zurechtknipsen. Turm B2 schlägt. Ja, und hier brechen wir ab. Das ist der Turm minus. Ich kann ja mal die... Bisschen noch spielen lassen, aber ich glaube nicht, dass der Freibauer da eine Rolle spielt. Das ist zwei Bauern für den Turm. Turm A3. Jetzt droht Turm E3 schlägt. Weil der gefesselt ist, kann ich nehmen. G2 F3. Jetzt kommt wohl wieder König G3. Genau, König G3, der Baum muss ja gedeckt sein. So, blockiert schon mal auf Dauer diesen Bauern. H4. Also der Turm kann schon mal nicht mal weg da. Aber ob hier... Schon fragen, ob vielleicht G5 für Schwarz machbar gewesen wäre. Aber zumindest sägt er den MM4 nicht komplett auseinander. Der die Turm D1 und dann Turm G1 Schach. König H4. Obwohl König G4 würde noch gehen, dann Turm D1 und dann König H4. Da kommt aber Turmschach, er muss zur Seite, Turmschach und der Bauer ist weg. Das wird schon schwierig. Minus 3,50 zumindest. Ja gut, der hat ja Bauern dafür, aber die, ich glaube nicht, dass sie reichen. Genau, Turm D1. König F3. Ach, er nimmt ihn einfach so weg jetzt hier. Ich glaube, das müssen wir uns auch nicht mal zeigen lassen. Das ist einfach total verloren jetzt hier. Das ist ein ganzer Turm weniger und die Stellung gibt auch nichts mehr her. So, da müssen wir mal eine Schippe weniger drauflegen. So, die Figuren, die ich hier rumgestellt habe, erstmal wieder aufbauen. Ist ja nicht umsonst.
dass sich die Leute heutzutage diese Geräte hier kaufen, weil die einfach gefühlt eine bessere Qualität sind. Und sagen wir mal ehrlich, man spielt ja nicht jeden Tag jeden Tag den ganzen Tag. Deswegen die meiste Zeit stehen die auch nur rum. Deswegen werden die auch nicht ganz so gebraucht, diese Teile. Vor allem, wenn man sich vorstellt, auch diese Langlebigkeit. Mich würde mal interessieren, ob die Schachcomputer, die heutzutage gebaut werden, ob die in 30 Jahren immer noch funktionieren. Wohl 30 Jahre wäre 1990. Also noch mehr sogar. Sagen wir mal 1987. Ja, sagen Pi mal Daumen 30 Jahre, ob die dann immer noch so funktionieren würden wie die hier. So, da muss ich erstmal hier eine neue Stufe wählen. So, Handicap und Spaß. Ja, dann nehmen wir hier. Fehlerquote 0. Dann das Ganze drehen. Ach, mal bin egal, D4. Ist ja Geschmackssache, ob E4 oder D4. War die ganz klassische Sache verordnen, C4. Ich glaube, interessant könnte höchstens Fritz die ganze Sache machen, indem er seltene Varianten spielt. So, 18-20. Mal gucken. Springen auf 3. Springer C3. Das habe ich auch eine Zeit lang, weil sagen wir, ich habe es auch schon mal gespielt. Dieses D5 schlägt. Das ist, um sich Komplikationen vom Hals zu schaffen, dass irgendwann auf C4 geschlagen wird, nimmt man einfach selber. Da dachte ich, okay, dann nehme ich eben selbst auf D5. Dann kann es aber nicht mal zu Verwicklung kommen mit C4 schlägt. Macht die Sache ein bisschen klarer. Springer E5. Theorie Ende. Turm B1. D4 hängt ja. D4 und Springer C6 schlägt. Dame B2 schlägt, Turm C1. Jetzt kommt wohl Dame in B2. Doch nicht. Ja, spielt auf 1820. Nicht auf 2820. Läufer F5. C3, A4. Dame B5. Ja, und E4, dann nimmt er auf A4. E4, Dame A4, F5 schlägt. Springer E4. Springer C5. Springer E4 schlägt. Was eben das Positive auch von diesem Schachcomputer hier ist. Man hat ja schon das Brett dabei, logischerweise bei so einem Schachcomputer. Mit dem braucht kein Digitierbrett, das ist schon eine Komplettlösung. Und das Gute ist natürlich daran, du musst keinen PC hochfahren oder solche Geschichten. Du baust den Computer auf und machst ihn an und legst los. Und das ist der Vorteil gegenüber von dem Schachprogramm. Was sagt er denn hier? E2, E4. E2, E3. Habe ich mich ein bisschen verlesen, weil E4 wäre Quatsch. Aber gut, E4 wäre theoretisch gegangen. Wahrscheinlich wusste er keinen Folgezug auf nach E4. Jetzt Läufer D3, Läufer Dame, Dame B2, Rochade. Das wird er wohl nicht machen. Dafür ist er nicht gut genug. Wenn es überhaupt machbar wäre. Ich finde, diese Verarbeitung von diesem Gerät ist einfach so gut. Da ist nicht irgendwie. Das ist alles hohe Qualität, was hier verbaut wird. Merkt man wirklich, dass damals die Schachcomputer noch ganz anders waren wie heute. Ich frage mich, warum man nicht einfach die Rochade anstrebt. Warum jetzt Läufer E5? Den Zug kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Das sind diese Züge, die kann man wirklich nicht nachvollziehen, dass sie gemacht werden. Läufer E2, Rochade.
Das erzögert schon wieder so lange die Rochade hinaus, als ob irgendwo im Programmcode drin ist, dass man nicht rochieren soll, wenn der Gegner nicht rochiert hat. Man könnte ja nehmen. Und dann Läufer D3. Zum Beispiel C5 schlägt. Dame schlägt. Turm C1, erstmal die Dame angreifen. Dame B6. Aber man merkt auch schon, Schwarz spielt auch nicht so optimal. Aber es ist halt wegen dem 1820 Elo. Oder der 1820 Elo, Rochade. Läufer F2. Zum Beispiel Rochade, Läufer C5, Läufer F2. Aber man muss auch weg aus der Mitte. Läufer C7 mit dem ersten Mal hier eine Pause einlegen. Da bin ich wieder. Läufer C7. Das Beste an diesen klassischen Schachcomputern ist eigentlich noch, dass sie besiegbar sind. Zumindest hier der hier. Es gibt natürlich auch klassische Schachcomputer. Gegen die hat man extreme Probleme, wenn man dagegen gewinnen will. Oder sagen wir, wenn die auf normale Spielstärke oder auf ganze volle Stärke spielen. Gegen Sonnen. Glaube, der Richard Lenk hat mal gesagt, dass er den Dallas auf Stufe 2, glaube ich, nicht mal schlagen konnte. Oder Stufe 3. Andererseits ist ja das Interessante, dass der Julio Caplan ja Jugendweltmeister gewesen ist, aber trotzdem nicht automatisch auch die stärksten Programme gemacht hat. Turm B8. Ja, Turm B2, dann Turm A6, dann hat Weiß Probleme. Weiß kann, es klebt an den Bauern fest hier, an den Läufer fest. Jetzt zeige ich auf den Läufer drauf, als will ich da mit Webkamera filmen. König F2 würde ich beinahe schon sagen. Ist an den Bauern noch dran, an den E-Bauern. Der muss jetzt hier rechnen. Vielleicht habe ich den auch deswegen so ins Herz geschlossen, kann man ein bisschen sagen hier, dem Modula 4. Wie gesagt, das sind ja Geräte, die hatte ich damals. Vielleicht würde ich mir alleine aus dem Grund würde ich mir irgendwann mal den Modula 1 holen. Nur aus dem Grund, weil das der erste Schachcomputer ist, den ich jemals hatte. Aber ich habe den auch nicht so gut in Erinnerung, dass ich den jetzt unbedingt nochmal haben müsste. Sagen wir es mal so. Das sieht doch schon recht ausgeglichen aus, das Spiel gegen 1820. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Es gibt Applaus. Wo ist die Maus? Läufer B7. Ja, es ist zumindest gefährlich, sagen wir es mal so. Das erinnert mich ein bisschen an die Stellung von MM5 gegen Roma 2 in der Schnellpartie. Da hat der MM5 nämlich auch durch zwei so eine Freibauern gewonnen. Da hat er auch auf A und B-Linien Freibauern gehabt. Und das hat die Partie dann gewonnen. Läufer C6. Turm B6. Will er Läufer A4 irgendwie? Obwohl Läufer A4, Läufer B3, also das will ja nicht den Bauern kosten. Das ist das, was für mich das Wichtige ist, wenn man diese Geräte so spielen lässt. Es müssen interessante Partien sein. Ich möchte nicht, dass MM4, dass ich ihn so runterschraube, dass der MM4 mit dem Handicap Fritz den Boden aufwischt. Ich möchte aber auch nicht, dass Fritz 11 mit ihm den Boden aufwischt, weil das weiß ich sowieso, dass der besser spielt. Ich brauche niemanden, der mir beweist, dass Fritz 11 besser als der MM4 ist. Läufer C5, König F2, 0,86.
Jetzt einfach ein G3 zum Beispiel. H3 macht ein bisschen die. Das macht ein bisschen die weißen Felder lückenhaft. Turm A8. Das ist so ein bisschen so die Erinnerung, die ich habe. Ich habe ja, eigentlich bin ich, habe ich damals nochmal Schachspielen gelernt, bin dann halt in den Schachverein reingegangen, so wie man das halt gemacht hat. Und im Nachhinein habe ich dann, um zu Hause quasi, das gab ja noch kein Internet wie heute, dass man zu Hause noch Schach spielen konnte, wenn man keinen Gegner zur Hand hatte. Und dafür waren die Schachcomputer gedacht. Und dann habe ich mir die Schachcomputer gekauft. Aber ich habe mir nicht, ich habe nicht mit dem Schach angefangen und habe mir dann nicht, und habe mir dann sofort die Schachcomputer gekauft. Weiß ja nicht mehr, genau, wann ich angefangen habe. Oh, das ist doch interessant. Turm schlägt D5, weil Bauer schlägt und dann hinter Turm in der Ecke. Bauer D5 und dann. Jetzt sieht man doch schon die abgeschwächte Spielstärke von ihm. Vom Fritz. Der konnte jetzt beweisen, dass er taktisch was drauf hat. Der MM4. Und jetzt ist der Turm in der Ecke weg. Also niedriger brauche ich ihn nicht stellen. Das war nicht. Da sagen wir mal so, es sieht zumindest nicht so aus, als ob man hat gewinnen lassen. Wo ist jetzt ja die Maus? Meine Güte. Also niedriger brauche ich nicht gehen. Das kann ich dann so lassen. Also ich mache nicht noch eine Partie mit einer Zahl von 1730. Läufer E4. Damals 798 Mark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute 798 Euro kosten würde, das so rauszubringen. Mit einem 3D-Drucker so ein turniergroßes Modularbrett machen. Und das dann quasi hier draufsetzen. Als turniergroßes Modular. Das wäre, glaube ich, ein bisschen. Quatsch, was ist jetzt gezogen? König F7? Der hat drei mehr Bauern, das müsste er normalerweise gewinnen. Alleine schon die beiden Freibauern, das dann kostet er jetzt noch einen Bauern. Jetzt kostet das massiv Material hier die ganze Show. Läufer E7. König G3. Läufer D6. Vor allem diese, gerade bei Modular 4 und Modular 5 und Polgar und gerade bei den Mephisto-Geräten. Die sind, man kann sich sehr, sehr leicht reinversetzen. Die sind sehr logisch aufgebaut. Das ist das Interessante. Man muss nicht irgendwie wie bei manchen Fidelities erstmal die stundenlang die Komplettlösung lesen, um überhaupt damit klarzukommen. Man muss ihn nicht nehmen, aber man könnte ihn, weil man ja wegtauschen soll, wenn man Material mehr hat. E5. Läufer E7. Aus meiner Ostertasse. Ich habe das ganze Jahr Ostern. Habe ich mal geschenkt bekommen, die Tasse von meiner Freundin. Jetzt habe ich das ganze Jahr Ostern. Ja gut, ich nehme ab und zu nehme ich auch andere Tassen, aber ab und zu nehme ich auch die passt so gut unter die Senseo-Maschine. Auch von der Füllmenge ist das gut. Das sieht so und so wenig aus, wenn man so eine große Tasse nimmt. Ich meine Mario-Tasse nehmen würde. It's a me Mario. Damit das alles wie so ein Nussel nur aussehen. König D8, Läufer D3, A5. Da könnte er sofort A5 ziehen. So, Mephisto muss ein bisschen länger rechnen. Er zieht die Züge nicht alle so aus dem Handgelenk. Läufer D5.
Der hat, obwohl ich den bedienen muss hier, hat, ja klar, weil er so schnell zieht, hat Fritz immer noch über 5 Minuten auf dem Modularbrett. Nur schade finde ich, dass bei dem Mirage ist das gleiche in Schwarz, weder modular, nur eben ein schwarzes Brett, dass der sich mit keinen anderen Modulen verträgt. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Ich habe wirklich den Verdacht, das ist hier, bei Mirage sind ja auf den Feldern die Markierung, also A1, B2 und sowas, das ist ja alles draufgemalt auf den Feldern. Dass quasi, wenn ich so ein Feld drücke, dass das eigentlich das gleiche ist, als wenn ich in den MM2, manchmal ich drücke das Feld E2, da ist das gleiche, als wenn ich in den Brikett, in den Mephisto 2 E2 eintippe. Und wenn ich dann auf E4 tippe, dann ist das gleiche, als wenn ich in den Brikett E4 eintippe. Ja. Da brauche ich gar nicht so viele Partien. Also das entspricht ungefähr der Spielstärke von einem MM4. Ja, das 1820 ist ungefähr MM4 Spielstärke. Damit bedanke ich mich und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.